Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich einen veganen Schokoaufstrich für meine Jungs zubereite. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. Wie ihr schon am Anfang des Videos gesehen habt, geht es heute um ein selbstgemachtes veganes Schokoladenrezept, Schokoladenaufstrichrezept, welches ich gern für meine Jungs zubereite. Der wohl bekannteste Schokoladenaufstrich in der Welt, in Europa, in Deutschland, ist Nutella von der Firma Ferrero. Und aus welchen Zutaten besteht dieser Schokoladenaufstrich? Wenn man sich das Etikett anschaut, dann liest man Zucker, Palmöl, Haselnüsse, 13%. Dann ist noch enthalten Magermilchpulver, fettarmer Kakao, also fettarmes Kakaopulver, Lecithin aus Soja und Vanillin. Also 7 Hauptzutaten, aber es ist ja in der Industriekost oft so, dass nur die Zutaten deklariert werden müssen, die zu einem bestimmten Prozentsatz enthalten sind. Wenn da also jetzt irgendeine andere Zutat noch enthalten ist, die unter einem bestimmten Prozentsatz fällt, dann muss die nicht deklariert werden. Also wir haben jetzt erstmal hier diese 7 Hauptzutaten. Und bei der Industriekost oder generell bei den Etiketten, bei den Zutaten ist es immer so, die Zutat, die als an erster Stelle steht, die ist am meisten enthalten. Und bei Nutella steht eben Zucker an erster Stelle. Und wenn ihr mal im Internet eingebt, Zutaten Nutella und auf Bilder geht, dann werdet ihr irgendwo auch ein Bild finden, wo ein Glas abgebildet ist, wo dann die ganzen Zutaten einzeln enthalten sind und die Hälfte des Glases ist mit Zucker gefüllt. Also Nutella ist einfach eine Zuckerfettcreme. Wenn ihr euch erinnert, an zweiter Stelle steht Palmöl. Also Nutella ist vor allem eine Zuckerfettcreme, bestehend aus Industriezucker und Palmöl. In einem Glas Nutella, ich glaube, das sind so 450 Gramm, sind 84 Stück Würfelzucker enthalten. Ich persönlich habe in meinem Leben nie groß Nutella gegessen. Ich habe mir auch nie selber ein Glas Nutella gekauft. Also ich bin sozusagen ohne Nutella aufgewachsen. Es gibt ja Menschen, es soll Menschen geben, die tatsächlich behaupten, dass eine Kindheit ohne Nutella eine schlechte Kindheit ist, eine traurige Kindheit. Also Kinder, die ohne Nutella aufwachsen, die müssen bemitleidet werden. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ist das wirklich so? Jedenfalls habe ich meinen Kindern noch nie Nutella gekauft. Meistens habe ich dann auf Schokoladenaufstrich aus dem Bioladen zurückgegriffen. Ich habe auch meinen Jungs noch nie Schokoladenaufstrich gekauft, der nicht aus Biozutaten hergestellt wurde. Es gibt ja auch in Bioläden verschiedenste Schokoaufstriche. Ich glaube auch einige von der Firma Rapunzel. Da gibt es auch zum Teil vegane Schokoladenaufstriche. Die hatte ich natürlich für meine Jungs auch gekauft. Allerdings steht an erster Stelle auch immer Zucker. Also ist immer viel Zucker enthalten und auch Palmöl. Und das wollte ich einfach umgehen. Und deswegen bin ich in den letzten Jahren dazu übergegangen, für meine Jungs Schokoaufstrich selber herzustellen. Ich liebe das Selbstzubereiten. Kommen wir jetzt endlich zum Rezept. Als erstes seht ihr, welche Zutaten ich für diesen Schokoladenaufstrich benötige und wie er dann letztendlich zubereitet wird. Das ist die Hauptzutat der selbstgemachten Schokocreme. Haselnussmus von Rapunzel. Das kaufen wir bei uns im Bioladen, meistens auch gleich das 500 Gramm Glas. Dieses Haselnussmus hat keine Rohkostqualität. Die Haselnüsse werden vor dem Verarbeiten geröstet. So sieht das Haselnussmus aus. Es ist recht flüssig und wenn man das Glas das erste Mal öffnet, wird man erkennen, dass sich oben das Haselnussöl abgesetzt hat. Da Rapunzel keinerlei Zusätze verwendet, kann das eben passieren, dass sich dann mit der Zeit das Öl oben absetzt. Kein Problem, nimmt man einfach einen Löffel und verrührt das Ganze wieder zu einem Haselnussmus. Das sind die Zutaten für die Schokocreme, für die Basismasse. Das sind 7 Esslöffel des Haselnussmuses. Hier in diesem Gläschen befinden sich 2 Esslöffel Kakaopulver, 1 Esslöffel Karobpulver, das ist das hellere Pulver. Und wer jetzt nicht weiß, was Karobpulver ist, Karobpulver wird aus den Früchten des Johannisbrotbaumes gewonnen, aus den Karobschoten. Und ich war im Sommer vor 2 Jahren auf Sardinien, da wachsen viele Johannisbrotbäume und da habe ich auch schon ein Video zum Karob gemacht, das verlinke ich euch oben rechts. Also dieses Karobpulver kann man auch weglassen, man kann auch nur Kakaopulver nehmen, aber ich verwende gern das Karob, weil es auch so ein bisschen so einen leicht karamelligen Geschmack hat und auch leicht süßlich ist, also das Ganze noch ein bisschen süßt. Und dazu haben wir noch ein Gewürz, das ist 1 Teelöffel Vanillepulver. Hier in diesem Glas befindet sich das Süßungsmittel für die Schokocreme. Das ist selbstgemachtes Dattelpüree. Wie stellt man ein Dattelpüree her? Einfach Datteln in ein Glas oder in eine Schüssel geben, mit Wasser einweichen, sodass die Datteln mit Wasser komplett bedeckt sind. 3 bis 4 Stunden einweichen. Ich mache es auch gern über Nacht. Das alles in den Hochleistungsmixer geben. Allerdings halte ich immer von dieser Einweichflüssigkeit noch etwas zurück. Dann mixe ich alles und wenn ich merke, die Konsistenz ist mir noch zu dick,
oder es klumpt noch ein bisschen, dann gebe ich noch ein bisschen was von dem Einweichwasser dazu. Also das ist jetzt hier so eine etwas dickliche Konsistenz des Dattelpürees. Diese Zutaten werden jetzt einfach mit einem Löffel oder mit einem Schneebesen zu einer Schokocreme vermischt. So sieht die Schokoladencreme dann aus. Ihr Aussehen unterscheidet sich natürlich stark von einer industriell hergestellten Schokoladencreme. Für diese Schokoladencremes wird Lecithin verwendet, oftmals aus Soja, also ein stark verarbeitetes Produkt. Und dieses Lecithin bewirkt, dass die industriell hergestellten Schokoladencremes einfach cremiger aussehen und dass sich die Zutaten harmonischer verbinden. Rechts seht ihr den Schokoaufstrich mit Dattelpüree gesüßt und links den Schokoaufstrich noch ohne Süßungsmittel. Ihr seht, das Süßungsmittel hat einen Einfluss auf die Cremigkeit, aber auch auf das Aussehen des Schokoaufstrichs. Das Dattelpüree enthält Wasser. Wie schon erwähnt, habe ich die eingeweichten Datteln mit dem Einweichwasser gemixt. Und es ist so, dass Fett und Wasser sich ohne Emulgator nicht so gut verbinden, sich nicht so gut vermischen. Da ich aber auf Emulgator verzichten möchte, nehme ich einfach in Kauf, dass der Schokoaufstrich dann eben nicht ganz so cremig aussieht. Allerdings vom Geschmack her und auch von der Konsistenz im Mund ist es einfach top. Wer für diesen Schokoaufstrich keine Datteln verwenden möchte, aus den verschiedensten Gründen, dann kann ich noch zwei andere Süßungsmittel empfehlen. Also für diejenigen, die sagen, nein, Datteln möchte ich nicht verwenden, ich möchte ein Süßungsmittel verwenden, was die Zähne schont. Dann kann ich zum Beispiel Birkenzucker empfehlen. Und diesen Birkenzucker, den ihr hier seht, der ist schon gemahlen, also hat so ein bisschen die Konsistenz wie oder das Aussehen wie Puderzucker. Und der lässt sich natürlich sehr gut hier für diesen Schokoaufstrich verwenden. Einfach je nach Bedarf 2 Esslöffel des Birkenzuckers hier einrühren und fertig ist der süße Schokoaufstrich. Dann haben wir hier noch ein anderes Süßungsmittel, Yakon-Sirup, den wir hin und wieder verwenden für diesen Schokoaufstrich oder aber auch für selbstgemachte Schokolade. Und dieser Yakon-Sirup hat den Vorteil, dass er den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen lässt. Er verfügt also über einen niedrigen glykämischen Index. Diese ungesüßte Schokoladenvariante werde ich jetzt mit dem Yakon-Sirup süßen und 2 bis 3 Esslöffel davon hinzugeben. Die beiden Schokoaufstriche können natürlich bezüglich ihres Aussehens nicht mit den industriell hergestellten Schokoladencremes mithalten. Aber was eindeutig für sie spricht, ist eben das Selbermachen, dass man es wirklich frisch herstellt, dass es keine Konserve ist, dass man wenige natürliche Zutaten herstellt und dass man den Zuckergehalt variieren kann. Ich finde ja, dass die Süßigkeiten von heute vor allem für Kinder viel zu süß sind. Und das schätze ich auch sehr am Selbermachen, dass man eben auf die Qualität der Rohstoffe Wert legt und auch auf das Süßungsmittel. Für meine Kinder bereite ich am liebsten diesen Schokoaufstrich zu, den ich mit Dattelpüree süße. Also besteht einfach nur aus Haselnussmus, Kakao, Karob, Vanille und Dattelpüree. Und für mich ist Dattelpüree noch die beste Süße, weil es sind einfach nur Trockenfrüchte, die man einweicht und püriert. Also ein sehr unverarbeitetes Süßungsmittel. Das war wieder ein Rezept von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen dafür nach oben geben. Ich möchte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich meinen Kindern Nutella nicht verbiete. Allerdings liegt hier in unserem Haushalt der Fokus auf frische und lebendige Kost und eben auch auf das Selbermachen. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie bei anderen Familienmitgliedern sind oder bei Freunden, alles zu probieren, was es da gibt. Ich weiß zum Beispiel auch, dass mein jüngster Sohn, der Silas, er ist jetzt 9, der hat noch regelmäßig Kontakt zu einem Kindergartenfreund. Und früher war das Ritual immer, Eierkuchen zu essen und Nutella, also bei dem Freund zu Hause. Und auch jetzt, wenn Sie sich sehen, fordert das der Silas ein. Er möchte dann gern bei seinem Freund Eierkuchen und Nutella essen. Und einmal habe ich den Silas dann auch abgeholt und dann hatten die noch gegessen und ich saß vor ihm. Und ich kann wirklich sagen, ich habe ihm da bewertungsfrei dabei zugeschaut und habe mich an seiner Freude erfreut, dass er diesen Eierkuchen, der war auch mit Weizenmehl und Eier zubereitet und dieser Nutella-Creme. Ich habe mich da einfach daran erfreut, dass er sich daran gefreut hat. Und ich kann das wirklich sagen, dass da keinerlei negative Gefühle dabei waren. Ich habe mich wirklich für ihn gefreut, dass er das genießen konnte, auch wenn ich es für mich selbst ablehnen würde. Also ich habe in den letzten Jahren auch ganz viel daran gearbeitet, eben nicht diesen veganen oder Rohkost-Lebensstil auf meine Kinder umzumünzen. Also ich gebe ihnen wirklich die Freiheit, dass sie außerhalb unseres Haushaltes alles probieren dürfen, was sie möchten.
und biete Ihnen aber hier noch die Vielfalt der lebendigen Rohkost, der veganen Kost an. Und ich finde, dass meine Jungs dann doch eine relativ reiche Palette an Lebensmitteln haben, die sie regelmäßig essen oder auch probieren. Also mehr als Kinder, die einfach nur konventionell aufwachsen, weil die vegane pflanzliche Kost, auch die Rohkost, die ist so vielfältig und ich versuche auch immer diese Vielfalt meinen Jungs anzubieten. Und wenn sie dann auch noch Industriekost dazu probieren, auch konventionelle Industriekost, nicht vegane Industriekost, dann haben sie eine breite Palette und mehr Vielfalt als die meisten Kinder, die sich eben konventionell ernähren. Ich freue mich auf alle Fälle über Kommentare zu diesem Rezept und zu meiner Meinung. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis bald, eure Silke.